Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Serbik. Schön, dass du mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über das Thema Cobots und zwar ganz, ganz praktisch, nämlich auf dem Weg hin zum ersten Cobot in der Produktion. Wir reden über den Weg von der Idee, über die Inbetriebnahme bis hin zur Skalierung und schauen uns da dann verschiedenste Sachen an, zum Beispiel, wie sieht die Integration eines Cobots aus, Hardware- und Software-seitig. Wir reden über das Management und die Kollegen, wie holt man die ab, wie nimmt man die mit und aber auch über Themen wie die Kombination mit mobiler Robotik. Über all diese Themen rede ich heute mit Kai Pohl. Er ist bei TE Connectivity Continuous Improvement Analyst. Das heißt, er ist ganz praktisch für die digitale Transformation zuständig. Er selbst ist Handwerksmeister in der Informationstechnologie und TE Connectivity produziert Sensor- und Konnektivitätslösungen. Hallo Kai, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Ich weiß, dass ihr vor einem Jahr noch keine Cobots bei euch im Werk im Einsatz hattet. Und das hat sich mittlerweile geändert, darüber reden wir heute. Deswegen jetzt mal zum Start die Frage, nehmen wir uns mal mit rein. Wie sieht eure Produktion denn aus? Oder besser gesagt, wie sah sie denn aus ohne Cobots? Wir haben bei uns im Werk einige Arbeitsplätze mit Handarbeit, also Handarbeitsplätze, wo Mitarbeiter Teile einlegen müssen. Wir haben Arbeitsplätze, die von der Geräuschkulisse her sehr laut sind, aber auch halt Arbeitsplätze, wo halt einfach monotone Tätigkeiten Tagesgeschäft sind. Und so sah das die ganze Zeit aus. Hattet ihr auch Bereiche, die schon automatisiert waren, also klassisch automatisiert? Ja, also wir sind eigentlich sehr weit in der Automatisierung mit drin. Also wir haben ein Großteil der Maschinen sind vollautomatisiert, bedeutet, wir haben nur noch die Beschickung der Anlage mit Rohmaterial und dann am Ende, dann, wenn das fertige Produkt rauskommt, das Material ins Warehouse zu bringen. Okay, also dann Transport manuell und quasi genau. Die Bestückung und dann eben, was du gerade noch beschrieben hast, so ein paar manuelle Montagetätigkeiten. Ja. Okay, super. Jetzt habt ihr angefangen, euch mit Cobots zu beschäftigen. Was war da der Auslöser? Der Auslöser war ein Besuch in einem Schwesterwerk von uns in Wörth. Hier hatten wir eigentlich ein ganz anderes Thema geplant und bei dem Durchgehen in der Fertigung ist mir halt ein Cobot aufgefallen, wie der da arbeitet ohne Schutzumhausung. Und da ist sowas fasziniert mich einfach und dann bin ich da stehen geblieben, habe mir das angeguckt, wie das funktioniert. Und da war für mich eigentlich klar, wir brauchen das auch. Das ist also Teil unserer Zukunft, die wir brauchen. Warum warst du dir so sicher, dass ihr das braucht? Also was für Vorteile hast du da gesehen? Ich habe halt einfach gesehen, dass wir ohne Schutzumhausung, ohne große Sicherheitsmaßnahme einen Teil unserer Fertigung noch mehr automatisieren können. Okay, also diesen höheren Automatisierungsgrad, der euch heute schwerfällt, dass ihr den erreicht. Genau. Gab es da auch schon einen konkreten Anwendungsfall, den du im Blick hattest? In dem Moment, wo wir in Wörth bei den Kollegen waren, war mir ein Anwendungsfall direkt klar, den wir dann auch als ersten Use Case umgesetzt haben. Also das ging eigentlich relativ zeitnah. Sehr gut. Beschreib mal diesen Anwendungsfall, weil ich finde es immer wichtig, das praktisch zu machen. Ja, wir haben in einer neuen Fertigungsanlage, die wir haben, haben wir einen Bereich, in dem wir mit so Mickey-Maus-Ohrschützern arbeiten. Ja, das ist also eine Reinigungsanlage für Produkte. Hier ist ein Mitarbeiter also im Dreischichtbetrieb damit beschäftigt, Teile von einem Wagen zu entnehmen, die in eine Reinigungsanlage zu setzen und einen Knopf zu drücken. Und deshalb wirklich im Dreischichtbetrieb. Und die Reinigungsanlage ist laut, deswegen die Mickey-Mäuse. Genau, korrekt. Und es ist auch monoton. Ja? Das heißt, ich nehme die Teile von dem Wagen, lege sie in die Reinigungsanlage, drücke einen Knopf und nach der Reinigung, das genau umgekehrt, ich nehme es aus der Reinigungsanlage raus und hänge es wieder auf den Wagen und dann geht es weiter. Und das war mir halt schon immer ein Dorn im Auge. Und deswegen war das der Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen das machen und das habe ich dann auch mit dem Kollegen so umgesetzt. Super, sehr gut.
Jetzt, wie das ganze Umsetzungsleistung lief, das können wir gleich noch genau angucken, aber jetzt habt ihr es ja realisiert und jetzt ist für mich die Frage, was hat sich jetzt verändert? Also was sind so die Vorteile? Vielleicht gibt es auch Nachteile. Der Vorteil ist einfach, dass ich dem Mitarbeiter nicht mehr, wie soll ich sagen, der Mitarbeiter kann jetzt andere Tätigkeiten ausführen. Also wird halt gar nicht mehr gebraucht an der Station, oder? In diesen Jein. Also wir haben die Station so aufgebaut, dass wir innerhalb von 5 Minuten den Cobot bei einem Fehlverhalten, wie auch immer, können wir den Cobot abbauen und der Mitarbeiter kann wieder übernehmen. Okay. Das war uns also sehr wichtig, dass wir hier also auch einen Plan B haben, sollte etwas nicht funktionieren. Was bis jetzt aber immer funktioniert hat, Gott sei Dank, wir mussten ihn noch nicht wegbauen. Der Mitarbeiter kann jetzt einfach seinen Fokus mehr auf andere Tätigkeiten legen, wo ein Cobot halt jetzt momentan noch nicht so zum Einsatz kommen könnte, wie Qualitätsthema oder irgendwelche Fügearbeiten mit Kabeln und so weiter. Das sind alles so Sachen, die momentan bei uns noch nicht so machbar sind mit dem Cobot. Also das heißt, er ist dann an anderen Arbeitsstationen tätig, genau. Und der Cobot richtig. Arbeitet dann aber alleine an dieser Station. Ja, genau so ist es. Also den kompletten Prozess, den du gerade beschrieben hast, wird durch den Cobot übernommen. Ja. Und das heißt, am Ende hat man dann auch die ganzen Themen, die du gerade beschrieben hast, also Lärm, Monotonie und so weiter nicht. Genau so ist es, ja. Super. Also perfekte Lösung. Und du hast jetzt gesagt, euch war es wichtig, da entsprechend das so zu machen, dass man eine Redundanz hat, also der Mensch im Zweifel diese Fähigkeiten wieder übernehmen kann. Ja. Aber das war jetzt noch nicht nötig, trotz Dreischichtbetrieb und so weiter. Genau. Also das ist jetzt, wir hatten das bei der Inbetriebnahme, hatten wir das Ganze getestet, dass das auch wirklich reibungslos funktioniert. Das ist mit Schnellspannsystem. Also da hat unser Integrator Ecosphere Automation hier wirklich gute Idee gehabt, dass das also wirklich innerhalb von 5 Minuten erledigt ist. Schnellspanner auf, Kabel ab und dann kann der Mitarbeiter übernehmen. Was sind jetzt noch Unterschiede? Also zum Beispiel jetzt die Taktzeit und Geschwindigkeit und so, ist das gleich geblieben oder seid ihr vielleicht sogar schneller oder langsamer? Wir sind in der Taktzeit minimal schneller. Was uns aber wichtig war, ist, dass wir eine gewisse, wie soll ich das sagen, eine gewisse, also dass es kontinuierlicher läuft. Weil es ist ja so, wenn ich einen Mitarbeiter habe, ein Mitarbeiter hat eine Pause, ein Mitarbeiter muss auch mal zur Toilette. Das brauche ich beim Cobot alles nicht. Das heißt, ich kann durch die ganze Schicht durchweg immer eine gewisse Konstanz mit meinen Produkten, mit der Reinigung halte. Und das ist auch ein großer Faktor. Das, was jetzt vorhin ein Mitarbeiter gemacht hat, macht jetzt einen Cobot. Kann ich mir das so vorstellen? Ja, korrekt. Wir haben einen Cobot. Den haben wir auch noch ausgestattet mit einer 7. Achse. Also wir haben nicht nur einen 6-Achs-Cobot, sondern dieser verfährt auch auf einer Linearschiene, weil der Raum etwas zu klein ist und dann mussten wir etwas kreativer sein. Aber es ist genau ein Cobot, der dann quasi praktisch diese 3 Schichten abdeckt. Okay. Habt ihr sonst hardwareseitig irgendwas verändern müssen? Also der Cobot braucht bestimmt irgendwie Kamera oder Sensorik. Kannst du da ein bisschen so diesen Hardwareaufbau noch weiter beschreiben? Beim Hardwareaufbau ist es so, dass wir bedingt durch halt die Größe des Raums Festigkeit auch vom Cobot gewährleisten mussten. Also wir haben ein Stahlgestell in den Raum gekommen, wo wir diese Wägen andocken können. Weil es ist ja so, dass wir ein Mensch greift das Teil direkt so, wie er es sieht. Bei einem Cobot muss ich es halt so platzieren, dass er es auch immer greifen kann. Wir wollten mit so wenig Sensorik wie möglich auskommen. Aus dem einfachen Grund, je mehr Sensorik, desto mehr kann auch im Endeffekt kaputt gehen oder schief gehen. Deswegen haben wir uns halt darauf konzentriert, die Produkte immer so gut wie möglich zu präsentieren für den Cobot. Und deswegen ist das hardware-seitige Stahlgestell dazugekommen. Und spezielle Wägen, die halt dann genau positioniert werden können in diesem Raum. Ja, dass wenn die angedockt sind, dass die dann genau lagerlich sind. Dass die auch bleiben, genau. Ja. Ansonsten ist eigentlich nichts dazu gekommen, außer die Sicherheitssensoren, um sicherzustellen, dass wenn ein Mensch in diesen Raum reingeht, dass der Cobot seine Geschwindigkeit reduziert und kommt er dem Cobot zu nah und dann stoppt er.
Okay, das macht ihr über Laser wahrscheinlich klassisch, ja, oder? Genau, es sind zwei Lasersensoren verbaut, einmal direkt am Cobot und einmal in einer Ecke des Raums, um hier einfach wirklich also 100% sicher zu sein, dass dem Mitarbeiter nichts passieren kann. Also der Cobot selbst hat dann einen Greifer, um entsprechend die Bauteile zu greifen, einzulegen, aber sonst keine weitere Sensorik oder eine Kamera, sondern er weiß dann durch die saubere Positionierung immer, wo die Teile sind, ohne dass er extra Sensorik braucht? Richtig, er hat einen Sensor, hat er dran, um zu erkennen, dass er jetzt auf dem Bauteil ist und greift dann über einen speziell 3D gedruckten Greifer das Teil. Also ein Sensor ist am Arm vom Cobot dran, einfach nur um sicherzustellen, dass er jetzt an der Position ist, um das Teil greifen zu können. Also quasi dann nah beim Greifer. Genau. Genau, direkt am Greifer. Super. Soweit verständlich. Jetzt ist es ja so, so einen Anwendungsfall umzusetzen, und da wollen wir ja auch ein bisschen drüber reden. Das ist ja nicht immer nur einfach, zumindest stelle ich mir das so vor. Gab es denn da auch ganz praktische Hürden hin zu diesem ersten Cobot? Ja. Die größte Hürde an dem Ganzen waren die Platzverhältnisse. Ja, wir konnten diesen Raum baulich nicht verändern. Der Raum war so, wie er war. Und wir hatten mehrere Termine mit unserem Integrator. Ich habe 3D-Scans gemacht vom Raum, um die dann quasi mit dem Integrator den Cobot so zu platzieren. Es war kurz vor Scheitern, weil der Raum halt einfach zu klein war. Und dann haben wir uns dafür entschieden, diese siebte Achse zu installieren. Und das war halt dieser Game Changer, zu sagen, wir haben zwar den Platz nicht, aber wenn wir den Cobot auf eine siebte Achse setzen, und dann funktioniert es. Dann kann man einen kleineren Cobot nehmen, oder was war dann die? Nein, das Problem ist, dass wir eine gewisse Reichweite brauchen. Also die Produkte, die wir haben, die sind bis zu 980 Millimeter lang. Also die sind relativ groß. Das sind keine kleinen Stecker. Das ist schon etwas Größeres. Und bedingt dadurch, dass der Raum so klein ist und die Produkte so groß, hätte sich der Cobot zu sehr verbiegen müssen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt eine siebte Achse, um einen gewissen Freiraum zu bekommen für den Cobot. Und genau das war auch der Erfolg, um den Cobot dann in Betrieb zu nehmen. Okay. Gab es auch noch andere Schwierigkeiten? Also ich stelle mir das vor, dass auch so bei einem ersten Cobot da auch erstmal Vorbehalte da sind, dass man das Management überzeugen muss, die Kollegen und so weiter. Das habe ich im Vorfeld eigentlich schon versucht auszuräumen. Nachdem ich dann von Word zurückkam, habe ich direkt dann auch den Hersteller, also Universal Robots, kontaktiert, weil ich unbedingt testen wollte, wie das funktioniert alles. Hab dann durch Cobots auf Reisen einen Cobot für 2 Wochen geliehen bekommen und habe dann meinen ersten Test gemacht, bewusst in der Fertigung, um dem Mitarbeiter zu zeigen, der macht nichts, der nimmt nicht euren Job weg. Der macht eigentlich nur das, was wir eigentlich von euch nicht wollen, und zwar dieses Monotone. Habe das dann den Mitarbeitern gezeigt, ich habe es dem Management gezeigt, auch unsere Ausbildungswerkstatten, alle waren positiv gestimmt, und deswegen gab es da eigentlich dann keine Hürden mehr. Die waren eigentlich dann froh, dass da jetzt endlich jemand ist, der diese Arbeit macht. Sehr gut, so soll es sein. Du hast es, ja, ich sag mal so, es wären vielleicht Hürden da gewesen, wenn du das nicht so gut gemacht hättest, aber eventuell, das ja. War ja dann genau der richtige Weg. Wie lief das dann praktisch ab, jetzt so den Aufbau oder auch die Implementierung jetzt dieses ersten Use Cases? Du hast gesagt, ihr habt da mit einem Integrator zusammengearbeitet. Genau. Das heißt, ihr habt erstmal die Prozesse wahrscheinlich analysiert, geguckt, ob die überhaupt für den Cobot geeignet sind, und dann seid ihr, weiß nicht, in mehreren Schritten wahrscheinlich vorgegangen. Genau, wir haben also erstmal geguckt, bringt uns das was? Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass das Ganze muss wirtschaftlich sein. Und es war relativ schnell klar, dass das Ganze wirtschaftlich ist, also dieser Return on Invest relativ schnell da ist. Und dann sind wir halt aktiv auf den Integrator zugegangen und haben ihm dann das vorgestellt, wie wir denken, dass das im Endeffekt funktionieren sollte.
Okay, also diesen Use Case habt ihr selbst gerechnet. Und ja. Nochmal auf den Use Case zurückkommt, weil das ist auch für das Management immer wichtig. Da war es wahrscheinlich dann über entsprechende Einsparungspotenziale, dass man Mitarbeiterkosten quasi spart und dann damit die Kosten für die Integration und den Cobot rechtfertigt. Also es gibt natürlich Vorgabe, wie schnell dieser Return of Invest, also ab wann sich das rentieren muss. Wir haben das gerechnet, das hat funktioniert. Kannst du grob den Zeitraum nennen? Also wir haben ungefähr gebraucht für alles, also von Idee bis zur Implementation war das circa ein Dreivierteljahr. Okay, und wie lange ist der Return on Investment? Weil kannst du das auch sagen? Das kann ich aktuell nicht sagen. Okay, gut. Aber so kurz, dass es sich auf jeden Fall für euch rentiert. Okay. Ja. Ist okay, ist legitim. Man muss nicht alles immer verraten. Okay, wie ging es dann weiter? Also ihr habt den Use Case ausgewählt, habt dann mit dem Integrator geredet und der hat es dann einfach umgesetzt quasi, oder wie weit wart ihr oder auch vielleicht du persönlich dann noch weiter involviert? Unsere ersten Gespräche waren direkt beim Integrator. Wir haben unsere Teile mitgenommen, haben das vorgestellt und den Integrator halt gebeten, uns zu sagen, ob er das machen kann, ob das möglich ist, weil es ist ja so, auch wenn ich das getestet habe mit einem Cobot auf Reisen, bin ich ja in dem Moment kein Experte gewesen und wir mussten uns ja darauf verlassen, dass das auch später funktioniert. Deswegen der Weg über den Integrator, weil er halt diese Erfahrung hat. Wir waren dann bei ihm, wie gesagt, haben das vorgestellt und dann kam auch relativ zeitnah schon der erste Entwurf vom Integrator, wie er sich das vorstellt. Dann ging es dann halt los mit den Platzverhältnissen. Integrator war bei uns, hat sich das angeguckt. Also es war eigentlich so ein wöchentlicher Austausch mit mehreren Terminen. Und dann ist das ganze Konzept eigentlich gewachsen bis zu einem Punkt, wo wir halt gesagt haben, okay, die Platzverhältnisse sind nicht das, also sind nicht optimal. Dann kam der Schritt mit der siebten Achse und dann ging es relativ schnell, dass wir es umsetzen konnten. Ja, also die ganze Zeit war auch der Integrator mit uns in Kontakt. Und wir mussten natürlich auch von unserer Seite her die ganzen Sicherheitsbestimmungen einhalten mit, welche Farbe muss das Gestell haben, es muss schwarze Streifen haben. Das wird also alles vom Integrator dann umgesetzt nach unserer Vorgabe. Okay, also die Vorgaben sind von euch gekommen und wurden dann entsprechend berücksichtigt. Genau. Okay. Und der Integrator hat dann auch für euch im Prinzip so Sicherheitskonzepte und diese Themen auch mit abgedeckt, was du jetzt beschrieben hast mit dem Laser und... Genau, wir haben bei uns natürlich im Werk Sicherheitsbeauftragte. Wir haben einen Kollege, der für die für CE zuständig ist. Und hier waren dann auch separate Gespräche, weil es ging ja um die Gefährdungsbeurteilung, was man für jeden Cobot machen muss. Welche Gefahr könnte bestehen im schlimmsten Fall und so weiter. Das hat alles der Integrator dann übernommen, diese Gefährdungsbeurteilung, und hat uns dann quasi so ein Gesamtkonzept erstellt und das alles gebaut für uns. Ja. Was ich auch mal spannend finde, wir haben jetzt ein bisschen über die Hardware geredet, auch wie ihr das da räumlich gemacht habt. Das war ja wohl auch eine Herausforderung. Wie sah das Ganze softwareseitig aus? Weil ich kenne es auch so, dass das meistens auch ein Thema ist, was wahrscheinlich mindestens genauso spannend ist. Kannst du da ein bisschen was zu der Integration erstmal sagen und dann vielleicht auch zu dem, was da so Herausforderungen vielleicht waren? Ja, also unser erster Use Case, den wir gemacht haben mit der Reinigungsanlage, läuft autark von unseren eigentlichen Systemen. Also der Cobot ist autark. Es gibt ein Bedienpanel für den Mitarbeiter. Es gibt ein Teach-Panel für den Techniker bei uns. Aber ansonsten sind wir, was IT angeht, aktuell noch getrennt. Also wir haben keine Verbindung von unserem Cobot zu unserem IT-System, weil es eigentlich gar nicht nötig ist. Ja, weil er einfach seine Aufgabe macht und wir müssen ihn von extern nicht steuern. Es gibt ein Panel, an dem ich auswählen kann, welches Produkt, also wir haben ja eine Produktfamilie mit verschiedenen Größen, welches Produkt wird gerade gereinigt. Das stellt der Operator dann ein, drückt einen Knopf und das war's. Also eine Verbindung nach außen gibt es aktuell noch gar nicht. Aber ist ja eigentlich praktisch, ne? Man kann halt natürlich sagen, das ist ja schade, dann kann man das nicht irgendwie tracken oder also übergreifend irgendwie monitoren oder so. Aber ist erstmal so, wie es der Mensch quasi vorher auch gemacht hat. Der Mensch hat es ja auch losgelöst gemacht, hatte keinen Stecker.
Korrekt. Und der, so macht der Kobold das auch. Und ja, das ist ja erstmal ein valider Anwendungsfall. Ja. Und dadurch, dass er auch der Transport dahin manuell erfolgt, ist es dann auch kein Problem, dass eben diese Auswahl, was muss der Kobold jetzt machen, dann auch manuell initiiert wird. So ist es, genau. In dem Raum, der Raum ist durch so eine Schiebetür getrennt. Wir haben dann außen am Raum noch so eine LED-Ampel installiert, wo der Mitarbeiter dann halt auch immer genau sieht, wie ist der Status aktuell vom Kobold. Ja, braucht er Hilfe, blinkt es gelb, ist irgendeine Störung, ist es rot und wenn es grün ist, ist alles gut. Okay, das heißt, so findet dann auch die Kommunikation statt, ja, mit Blick auf, bringen wir neue Teile oder wie, genau, wie habt ihr das gelöst? Ja, also wenn der Kobold bei den letzten drei Teilen im Wagen ist, meldet er über diese Ampel durch ein Blinken dem Mitarbeiter außerhalb des Raums, hey, ich bin jetzt gleich fertig, bereit mal neue Teile vor. Super. Soweit zu den Schnittstellen. Das ist ja die eine Seite der IT, ja, wie macht man Schnittstellen, aber das andere ist ja dann auch, ich meine, auch wenn das jetzt eine quasi Insellösung ist, hat ja da auch einiges an IT zu funktionieren, dass der Kobold an sich selber arbeiten kann. Wie lief das ab zwecks Programmierung? Also wie groß ist da der Aufwand? Und vor allem auch, ich nehme mal an, ihr habt auch immer wieder neue Produkte oder Veränderungen bei euren Produkten. Wie groß ist der Aufwand dann auch entsprechend den umzuprogrammieren oder zu teachen? Wir selbst haben damit eigentlich keinen Aufwand. Wir haben initial dem Integrator gesagt, welche Teile der Kobold in Summe machen muss, also welche Varianz wir haben. Das sind 8 verschiedene PNs, also Produkte, die wir reinigen an diesem Automat. Die Grundprogrammierung wurde beim Integrator vor Ort gemacht mit Testteilen von uns. Wir waren auch paar Mal vor Ort und haben uns das angeguckt, in Abstimmung mit dem Integrator dann geguckt, dass das alles funktioniert. Final wurde das Ganze dann bei uns, weil der Kobold wurde beim Integrator komplett aufgebaut, nach der Inbetriebnahme beim Integrator wieder komplett abgebaut, dann bei uns wieder aufgebaut. Und da war dann der Integrator nochmal ein paar Tage bei uns vor Ort, um final nochmal mit, wir sagen immer, scharfen Teilen, also mit Produktionsteilen, nochmal eine Feinabstimmung zu machen. Das war alles Aufgabe des Integrators. Was wir vor Ort machen können, ist, den Kobold manuell zu bedienen, wenn irgendwas klemmt, was aber noch nie passiert ist. Wir haben aber die Möglichkeit, über das Teach-Panel vom Kobold den Kobold manuell zu steuern. Mhm. Okay, also im Notfall quasi dann da einzugreifen, ist möglich. Genau. Das heißt, neue Produkte würden dann auch über den Integrator dann entsprechend programmiert werden. Ja. Okay. Wir haben jetzt speziell einen Anwendungsfall ausgeguckt. Ja. Und jetzt will ich gerne aber auch noch ein bisschen den Blick weiten auf der einen Seite und dann auch noch ein bisschen nach vorne schauen, so mit Blick auf die zeitliche Achse. Was sind denn noch weitere Use Cases, wo du ein großes Potenzial jetzt bei euch in eurem Werk siehst? Wir haben, nachdem wir das Kobold-Projekt, also in seinen ersten Use Case gestartet hatten und gesehen haben, wie gut es funktioniert, war für uns eigentlich klar, dass wir das über das gesamte Werk streuen müssen, diese Kobolds. Der erste Kobold in der Reinigungsanlage war also unser erster Versuch, um für uns auch zu sehen, wie bekommen wir das hin. Ja? Dann haben wir uns halt Gedanken gemacht über Gemba Walks, die wir bei uns halt machen, schauen uns Potenziale an, haben eine Liste erstellt mit Potenzialen für Kobolds. Nur hier war es dann auch so, dass denn der Rest von der Fertigung, also wir haben insgesamt 5 Produktionsabteilungen, nicht alle Mitarbeiter abgeholt waren mit dem Thema, was sind Kobolds? Ja, das war nur eine Abteilung. Deswegen haben wir uns erst dazu entschieden, Mitarbeiter abzuholen und zu zeigen, hey, bevor wir jetzt irgendwas installieren, zeigen wir den Mitarbeitern, was ist ein Kobold? Was macht ein Kobold? Und da haben wir zuerst einen Showcase gemacht bei uns in der Kantine. Wir haben für uns intern zum Testen einen Kobold installiert auf einem AMR. Und dieser Kobold in Verbindung mit dem AMR
hat in der Kantine Getränke kostenlos ausgegeben. Das heißt, der Mitarbeiter in der Mittagspause konnte sich dann kostenlos Getränke nehmen. Und wenn der Kobot gemerkt hat, die Getränke gehen zu Neige, also der Mindestbestand an Getränke ist zu gering, ist er losgefahren, also der AMR ist losgefahren, hat neue Getränke geholt und dann wieder vorne am Tisch präsentiert. Und so konnte ich also jedem Mitarbeiter im Werk zeigen, dass ein Kobot nicht schlimm ist und dass der alles Monotone eigentlich machen soll und nicht mehr der Mitarbeiter. Sehr gut. Wie habt ihr das gemacht? Dann auch mit dem Integrator oder hast du das selbst realisiert? Nee, das habe ich selbst gemacht. Also das war was, wo ich auch wieder meine Erfahrungen, also ich wollte einfach wissen, wie das funktioniert, ja, damit ich später mit den Integratoren zusammen besser weiß, wie wir es machen können. Ja, also dass wir jetzt nicht immer nur auf Integratoren verlassen, sondern auch, dass wir das Wissen selbst bei uns auch haben. Und sehr gut, weil das wäre jetzt sonst auch eine Frage gewesen, wie ihr damit es umgeht, wenn ihr das Ganze skaliert, ob ihr dann auch eigenes Know-how aufbaut oder wie ihr das macht. Aber das heißt, genau das ist schon geplant, dass man da zumindest nochmal mehr auf Augenhöhe dann auch mit dem Integrator reden kann. Genau. Wir haben bei dem ersten Use Case in der Reinigungsanlage haben wir auch Mitarbeiter Online-Schulungen bei Universal Robots machen lassen. Wir haben die Mitarbeiter auf zum Integrator zu einer Schulung geschickt, direkt an diesem Cobot. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass das Know-how auch in der Firma vorhanden ist, weil das Ganze macht es dann einfacher, auch potenzielle Use Cases zu finden, um zu sehen, macht es Sinn, ja, nein, und eine Vorauswahl treffen zu können. Und dann mit dieser Vorauswahl zum Integrator zu gehen, zu sagen, hier sind meine Ideen, das wollen wir machen. Ja, also diese Vorarbeit quasi schon zu leisten und auch die Potenziale zu identifizieren. Ja. Sehr gut. Jetzt hast du die Programmierung selber gemacht für diesen AMR quasi mit Cobot obendrauf und jetzt werden die Getränke da ausgeliefert, das ist ja super. Einfach nur so mal vom Gefühl her, wie lange saßt du da dran, dass das so funktioniert hat und speziell vielleicht auch mit Blick auf die Programmierung? Also ich muss sagen, dass das relativ schnell ging. Also zeitlich würde ich sagen, habe ich nicht länger gebraucht wie... Also für Programmierung vom Cobot und vom AMR nicht länger wie 4 Stunden. Ah, okay, wow. Jetzt hätte ich irgendwie in Tage oder Wochen eher was erwartet. Nein, das Zeitaufwendigste war wirklich der 3D-Druck, weil ich viele 3D-Drucksachen verwendet habe, damit also die Getränke wirklich sicher auf dem AMR stehen. Ja, dass wenn die Positionierung auch funktioniert beim Fahren. Genau, dass die Positionierung perfekt ist. Und da gingen einige Stunden für den 3D-Druck drauf. Das war eigentlich der Hauptfaktor Zeit für 3D-Druck. Aber die Programmierung an sich, man muss ja auch sagen, das ist ja heutzutage eigentlich gar keine Programmierung mehr. Es ist ja mehr Parametriere. Ja, also Hochsprachen und so weiter benötigt man ja da gar nicht mehr. Es ist ein Baumstruktur, wo ich alles mir zusammenklicke und was eigentlich für jeden, der ein bisschen technisch interessiert ist, locker zu machen ist. Ja, deswegen war das auch jetzt nicht so schwer. Aber gerade die Kombination mit AMR ist dann sicherlich schon nochmal ein bisschen komplexer. Also muss es ja erstmal hardwareseitig integrieren und die müssen dann ja auch voneinander wissen. Also dass der Arm weiß, jetzt bin ich in einer gewissen Position, wo ich jetzt wieder zum Beispiel ein Getränk übergebe. Das ist, ja, der Vorteil ist halt, dass wir, also die Kombination aus dem Cobot und diesem AMR, es gibt seitens des AMR schon eine Schnittstelle zu dem Universal Robot als Add-on oder Plugin. Und deswegen ist eigentlich relativ einfach. Bedeutet, ich habe einfach nur das Programm Programm geschrieben, obwohl ich es nicht geschrieben habe. Zusammengeklickt, ja, ist so. Für den Cobot. Und im AMR sage ich dann einfach nur, wenn du an der Position bist, dann rufe das Programm im Cobot auf. Fertig. Und dann macht er das. Also das war. Und dann kann ich auch verschiedene Programme eingeben, dass ich sage, eins für die Aufnahme, eins für die Übergabe, dann wieder. Ich habe eins für Pick und dann eins für Blaze. Und habe dann gesagt, wenn du da stehst, dann ruft das Programm Pick auf und wenn du da stehst, mach Blaze. Und dann war das einfach nur noch ein Justieren vor Ort in der Kantine und hat einwandfrei funktioniert.
Schön, schöne visuelle und ja. auch also schön visuell, um die Mitarbeiter abzuholen, aber auch eine tolle Kombination. Lass uns da wieder über die Produktion selber reden. Also siehst du da auch einen Anwendungsfall, wenn du jetzt mal so ein bisschen nach vorne schaust, für eben genau diese Kombination aus AMR, also Transportroboter oder mobiler Roboter und entsprechend dem Cobot? Genau, das war jetzt der nächste Schritt. Also nachdem ich jetzt, das war letzte Woche, hatten wir den Showcase in der Kantine und ich bin diese Woche, bin ich direkt am Montag dann in die Fertigung also wir nennen ihn Amadeus, weil es ist ein AMA, also ein Autonomous Mobile Arm, und er hat von uns den Namen Amadeus bekommen. Sehr schön. Mit Amadeus bin ich dann bei uns in die Fertigung und habe dann unseren ersten Use Case jetzt auch schon umgesetzt. Wir haben eine Stanzabteilung, wo wir Anfangsprüfungen machen, also wenn wir die Stanze anfahren, und dann wird erstmal geguckt, sind die Teile in Ordnung. Die Teile müssen dann in die Line Inspection zur Quality Abteilung, um die Teile zu prüfen. Und das macht momentan alles ein Mitarbeiter. Also das Entnehmen, rüberfahren und dann wieder quasi. Genau. Einlegen. Also es ist so, dass aktuell bei meinem Use Case, der auch nur ein Test jetzt ist, drückt der Mitarbeiter an der Stanze auf dem Tablet auf einen Knopf. Amadeus kommt angefahren, greift eine Schachtel, in der dann die Teile liegen, und legt die sich quasi auf den AMR, also auf seinen Rücken, fährt ihn dann zur Line Inspection vor, drückt auf eine Funkklingel, und so weiß der Mitarbeiter in der Line Inspection, dass neue Teile da sind. Okay, super. Also auch da die Übergabe von der Information relativ pragmatisch gemacht. Einmal mit Tablet, einmal wirklich so mit, wie man es auch manuell machen würde, ne? Mit der Klingel dann. Ja, richtig. Das ist aber bedingt mit der Klingel eigentlich nur so, weil Amadeus für uns für Machbarkeitsuntersuchungen eigentlich da ist. Das heißt, okay, das soll jetzt kein dauerhafter Use Case sein. Sondern genau, also zeigen, dauerhaft soll da keine Funkklingel sein. Dauerhaft soll das schon, ich sage jetzt mal, professioneller gelöst werden. Aber aktuell für mich zum Testen ist es einfach super easy, mit so einer Funkklingel jemanden zu informieren und zu sagen, hey, hier ist Action, hier der Amadeus steht vor der Tür. Warum auch nicht? Ich meine, irgendwie braucht man die Schnittstelle zum Mitarbeiter. Ja. Und wenn der noch keine Smartwatch trägt oder eben das Tablet sowieso immer bei sich hat. Genau. Klar, man kann über ein Smartphone vielleicht auch eine Notification schicken, aber irgendwie muss er es mitbekommen, ja. Und wir machen das also jetzt so, dass wir mit Amadeus unsere Liste mit unseren potenziellen Use Cases durchgehen, schauen, funktioniert das? Weil es ist ja auch so, jede Produktion ist anders. Im Fokus bei mir ist eigentlich, wie verhält sich unser AMR und Cobot in der Fertigung? Reichen die Wege aus? Ist es breit genug? Welche baulichen Veränderungen muss ich eventuell machen? Ja, auch vor Ort, wo dann die Übergabe stattfindet, ne, brauche ich auch den Platz, das, was ihr im ersten Use Case ja auch hattet. Und wir wollen das halt erst probieren, um zu sehen, haben wir hier Stolpersteine, die wir überhaupt aus dem Weg räumen können, oder rentiert es sich dann nicht? Und deswegen mache ich mit dem Amadeus diese Tests, und wenn wir sagen, hey, das funktioniert super, wir haben hier gar keine Probleme, und dann würden wir an den Integrator gehen und sagen, das haben wir getestet, so wollen wir es haben, los geht's. Da seid ihr ja fast schon so weit, dass ihr das dann auch selber könntet, oder? Jetzt mal ein bisschen flapsig formuliert. Ja, das würde auch funktionieren, nur dann habe ich ja keine Zeit mehr für meine Use Cases zu testen. Ja, sehr gut. Nein, aber es ist absolut legitim. Ist ja auch die Frage, was ist deine Aufgabe und so weiter. Ja. Ne? Also. Okay, sehr schön. Also jetzt haben wir im Prinzip, du hast es vorhin ja beschrieben, was ihr alles so heute noch manuell macht. Gerade die Übergabe, Entnahme, das Einlegen von Teilen, aber auch den Transport. Und im Prinzip die beiden Themen hättet ihr dann ja auch automatisiert. Und je nachdem, was jetzt bei den Analysen rauskommt, dann ja auch wahrscheinlich bei einigen Fällen. Richtig. Wie sieht der Bereich Montage aus, den du auch beschrieben hast? Siehst du da auch das Potenzial für Cobots? Definitiv. Also wir haben, wie gesagt, wir haben eine Abteilung, wo wir noch relativ viel Handarbeit haben, wo wir jetzt auch im Gespräch mit Integratoren sind, um das zu lösen. Aber auch wieder wichtig ist, ich muss den Cobot wegschieben können, damit der Mitarbeiter weitermacht. Ja, also ja, dass man diese Fallback-Lösung immer noch hat. Richtig, ja. Weil wir können es uns nicht leisten, dass eine Produktion steht, nur weil ein Cobot nicht funktioniert.
Und deswegen setzen wir da auch viel von unserem, sagen wir mal, von unserem Integrator voraus, dass der auch mitdenkt und dass das alles funktioniert. Natürlich müssen wir spezifizieren, wie das alles funktionieren muss. Wir haben aber in der Fertigung einige Anlagen, die wir mit Cobots noch ausstatten können. Ja, und das hat auch das Management, da bin ich auch sehr froh drum. Also wir haben Initiative, wo wir sagen, alles, was monoton ist, alles, was wir wirklich mit Cobots abdecken können, werden wir in den nächsten Jahren machen. Was siehst du da für ein Potenzial? Wie viele Cobots wird es in den nächsten 2, vielleicht 3 Jahren bei euch geben? Also wir, ja, grob geschätzt würde ich sagen, dass wir mit 20 bis 30 Cobots in den nächsten Jahren starten. Okay. Also dabei sind. Das ist schon auf jeden Fall ein bisschen was. Sehr schön. Als letzte Frage würde mich interessieren. Ich weiß, du beschäftigst dich auch mit dem Thema Augmented Reality und das ist vielleicht so ein bisschen mehr eine Frage auch in die Zukunft. Aber siehst du da auch Potenzial, dann so das Thema Augmented Reality, Mixed Reality, also so das Industrial Metaverse könnte man vielleicht auch nennen, genau, das zu verknüpfen mit dem Thema Cobots? Ja, also da bin ich sehr dafür, dass man das irgendwann verknüpft, weil ich arbeite viel mit Microsoft HoloLens, also mit diesem Mixed Reality Headset. Und ich bin auch fasziniert davon, wie das alles so wunderbar heute schon funktioniert. Momentan ist es so, dass ich einen Cobot ja teache, indem ich ihm sage, wo er hinfahren soll. Ja, das heißt, entweder ich nehme ihn am Arm und führe ihn bewusst irgendwo hin, oder ich sage ihm über das Teach Panel, wo er hinzufahren hat. Ich würde mir wünschen, dass ich irgendwann die HoloLens aufsetze, mit meinen Fingern irgendwo hindeute und der Cobot das dann automatisch weiß, wo er dann hingehen muss. Das wäre so. Im besten Fall, ich mache es einmal manuell vor mit der HoloLens auf und dann am Ende weiß der Cobot, was zu tun ist. Ja, genau so. Das ist so mein schöne Vision, Traum für das nächste Jahr, was ich so erreichen würde. Ja. Okay, sogar fürs nächste Jahr, weil ich hätte jetzt eher gedacht, wir reden hier über 5 Jahre. Wenn es nach mir geht, nicht. Sollte das schneller gehen. Die Technologie ist ja da. Es funktioniert ja schon. Es fehlt aktuell nur an der Applikation. Okay, also diese Schnittstelle, quasi Programmierschnittstelle, Cobot und dann entsprechend HoloLens oder halt HR, AR-Device, meine ich. Ja. Genau. Super. Vielen Dank, Kai. Ich finde es sehr inspirierend, was du hier beschrieben hast. Danke für den praktischen Einblick und vor allem auch für die Vision zum Ende. Sehr gern. Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.